Hallo, ich grüße dich aus Berlin. Und es gibt andere Orte, auch in Deutschland, in denen es gerade nicht so sicher zu sein scheint oder in der Vergangenheit nicht so sicher zu sein schien. Man muss sich nur die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz anschauen. Und das zeigt wieder ganz deutlich, dass es auf weltlicher Ebene, auf menschlicher Ebene keine Sicherheit gibt. Nirgendwo. Weit und breit nicht. Auf dieser Ebene ist Sicherheit eine Illusion. Auf dieser Ebene ist alles eine Illusion. Und solche Katastrophen zeigen uns wieder, dass wir hier nie irgendetwas wirklich im Griff haben. Dass wir nie irgendetwas, auch nur den kleinsten Moment, unter unserer Kontrolle haben. Und wir können uns klein und hilflos fühlen angesichts solcher Umstände. Und wenn ich äußere Umstände als das betrachte, was mir Sicherheit geben muss, dann scheint es wirklich einen Bedarf nach Kontrolle zu geben, ein Bedürfnis nach Kontrolle, ein Bedürfnis danach, irgendetwas im Griff zu haben. Aber dieses Bedürfnis kann eben nur entstehen, wenn ich glaube, keine Kontrolle zu haben. Und das Paradox ist, dass ich die ganze Zeit in Wahrheit die Kontrolle habe. Ich habe die Kontrolle über meine Wahrnehmung. Und das ist etwas, was mir niemand abnehmen kann, diese Kontrolle, mir dieser Kontrolle wieder bewusst zu sein. Mir bewusst darüber zu sein, dass meine Wahrnehmung als erstes da war. Mein, ich sag jetzt mal, Bewusstseinsfeld oder die Frequenz, mit der ich verbunden sein will, die Ebene, von der ich das betrachten möchte. Und ich meine damit die Ebene, von der aus ich schwingen möchte. Diese Ebene entscheidet darüber, wie mir etwas gezeigt wird. Ich sehe tatsächlich die Wirkung meiner vorher gewählten Bewusstseinsebene, indem ich mich hier erstmal wieder bewusst entscheide, auf welcher Frequenz ich etwas wahrnehmen möchte. In diesem Akt liegt die Befreiung. In diesem Akt liegt die Befreiung aus dem Glaubenssatz, dass ich nicht die Kontrolle habe. Meine bewusste Wahl ist die Kontrolle. Und diese bewusste Wahl ist jetzt hier wieder erforderlich, weil wir unseren Naturzustand vergessen haben. Unser Naturzustand ist die absolute Kontrolle, ist die absolute Macht, ist das Wissen um diese Macht. Und das kann uns niemand abnehmen. Diesen Schritt wieder anzunehmen, dass ich diese Macht habe, kann uns individuell niemand abnehmen. Wir können nur dahin geführt werden, es immer wahrscheinlicher für uns werden zu lassen, dass das wohl so ist. Dass ich die einzige Macht weit und breit bin,
die darüber entscheidet, wie eine Situation im Außen von mir wahrgenommen wird. Weil ich genau diese Macht, die ich diesem Äußeren gegeben habe, wieder zu mir zurückgenommen habe und festgestellt habe, ich bin die Ursache. Mein Geisteszustand, meine Ebene, auf der ich etwas erfahre, ist die Ursache davon, dass ich die Dinge so erfahre, wie ich sie erfahre. Weil es nur, sagen wir mal, meine Bewusstheit gibt. Es gibt nur diese Bewusstheit. Und diese, aus dieser Bewusstheit wird alles erfahren. Und diese Bewusstheit erfährt sich immer nur selbst. Ich erfahre als Bewusstheit das, was ich zu erfahren wähle. Nur, dass diese Wahl in diesem Denksystem sehr, also unbewusst geworden ist. Und deshalb brauchen wir die Bewusstheit wieder. Ja, wir müssen quasi zu unserer eigenen Bewusstheit wieder erwachen, dass wir diese Macht besitzen. Und das ist nicht einfach eine Floskel, das ist nicht einfach eine Phrase. Das ist nicht einfach eine Plattitüde. Kannst du spüren, dass das die Wahrheit ist? Dass du die Macht bist? Dass es dich geben muss? Dass es deine Bewusstheit geben muss, um eine Situation als schrecklich zu erfahren oder als friedlich oder sogar als wunderschön? Kann es sein, dass du dir bestimmte Dinge selbst verwehrst, weil sie gesellschaftlichen Konventionen entgegenstehen, denen du dich wiederum unterwirfst, freiwillig? Wir tun das alle freiwillig. Es ist unser freier Wille. Den haben wir geerbt. Den kann uns niemand nehmen. Wer denn? Wir haben ihn von Gott geerbt und Gott ist alles, was es gibt. Wir wählen mit diesem freien Willen unsere Erfahrung. Und das heißt nicht, über solche Katastrophen, ich sage mal, kalt hinwegzugehen, sondern in mich hineinzufühlen, zu bemerken, wo ich dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht in mir fühle und bemerken, dass es darunter etwas gibt, das das wahrnimmt. Und das ist die Ebene, auf der ich alle Macht habe. Dieses Gewahrsein von, oh, interessant, ich nehme Ohnmacht wahr. Wie fühlt sich das an? Wo fühlt sich das an? Wo fühle ich das? Interessant, was ist das, was da sagen kann? Oh, interessant. Oh, erstaunlich. Was tut sich da? Auch körperlich bei mir. Alles im Außen ist Schall und Rauch, den ich selbst produziere. Physikalität, Form, ist eine Reflexion meiner Wahl. Und ich kann an den Reaktionen in der Form, auch an meiner eigenen, die ich für mich selbst hier erschaffen habe, erkennen, es fühlt sich so und so an und einen Schritt tiefer gehen und bemerken, aha, es gibt etwas, das beobachtet, einen Raum, ein Feld, in dem ich mir dessen gewahr bin. Und dieses Gewahrsein ist der Ort, an dem ich meine Macht wiederfinde, an dem sie immer ist. Und an dem meine Kontrolle ist. An dem ich alles im Griff habe, weil ich da nichts mehr im Griff haben muss. Weil ich erfahre, wirklich erfahre, fühle, bemerke, dass dieser Ort wirklich das Einzige ist, was es wirklich gibt. Auf einer Ebene, die sich in der Form weder durch Worte noch durch Gefühle wirklich beschreiben lässt. Aber wir erhalten alle sofort eine Ahnung davon, wenn wir innehalten und den Moment als das Einzige annehmen, was es gibt.
im Moment ist selbst in der schlimmsten Katastrophe alles in Ordnung. Und wir fühlen das. Wir kennen diesen Ort. Jeder von uns hat ihn schon einmal bewusst erfahren. Sonst würdest du hier dieses Video nicht schauen. Und es uns wert zu sein, diesen Ort in uns zu finden, nicht nur für uns, sondern für alle, die uns umgeben, die auch eine Reflexion unseres Geisteszustandes sind. Und mir selbst, Gott und allen diese Schwingung zu schenken, auf der ich wieder weiß, dass ich die Kontrolle habe. Auf der ich weiß, dass alle gleichmächtig sind. Und auf der ich wieder weiß, dass nichts bedroht ist. Es zu wissen, statt es mantraartig vor sich her zu sagen, zu fühlen, dass ich es weiß, zu wissen, dass ich es weiß. Und dieses Wissen mal wirklich jetzt, wenn du Lust hast, in dich reinzulassen. Als Angebot, als Erlaubnis, als etwas, was du jetzt kannst, wie in jedem anderen Moment, ist dieser Moment genauso gut dafür, dieses Wissen über diese Macht in mir zu bemerken. Es ist die ganze Zeit da. Und das ist auch keine Phrase. Es ist ein Gefühl. Es ist ein... Stimmt. Ja, ich fühle es. Ich weiß es. Ich kenne es. Und diesen Moment auszudehnen, diesen Moment immer wieder zu erinnern, ist unsere Macht. Und es ist wirklich nicht mehr. Und es ist in Wahrheit nicht anstrengend, oder? Wir sitzen am Hebel. Wir sitzen am Hebel. Das ist die erschütternde Wahrheit. Es ist wirklich erschütternd. Es ist schockierend fürs Ego. Wir haben die Kontrolle über unser Gefühl von Kontrolllosigkeit. Wir haben das Gefühl von Kontrolllosigkeit, von Hilflosigkeit, von Sterblichkeit, von Zerstörbarkeit, von Verletzbarkeit, von Mangel, schlicht und einfach und ergreifend von Getrenntheit gewählt. Und es ist keine Lösung, an solchen Orten, an denen solche Katastrophen geschehen, hinzugehen und zu sagen, hey, du hast es dir selbst gewählt. Es ist etwas, was ich sehe. Wenn ich Leid sehe, dann ist es der Gedanke von Leidensfähigkeit, den ich für mich selbst übernommen habe. Und nur den kann ich heilen. Und all das, was ich dort im Außen sehe, mit hineinnehmen in diese Heilung. Und aus dieser Heilung heraus wird sich immer die Art und Weise von selbst ergeben, in der ich dann im Außen handeln werde. Aber es gilt wirklich nicht aus Mitleiden auf solche Umstände zu schauen. Denn diese Umstände werden immer wieder und vielleicht in nächster Zeit gefühlt öfter und verstärkter kommen. Schau dir Corona an. Ja? Es ist die Erinnerung, hey, du darfst jetzt nicht locker lassen. Du darfst jetzt nicht undisziplinierter werden. Ganz im Gegenteil. Sei es dir mehr und mehr wert, deine Macht anzunehmen, für dich, für alle anderen,
für Gott. Das ist der größte Dienst, den du dir und der Welt und Gott erweisen kannst. Alles ist unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Hab einen großartigen, machtvollen Tag in der Schwingung des Wunders, dass du bist.